jede Nacht schlimmer. Kann das sein? Okay, ich komm schon. Ein Moment. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Lass uns hier abhauen! Komm, Jill!
Du weißt, wie das endet. Nein, tu ich nicht. Sind wir noch ein Team? Immer. Dann hau ab und versau's nicht wie ich. Geh! Langsam. Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring wir dich in Sicherheit. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach, komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr,
Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihrer. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlagen zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Der Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, kümmern wir uns. Nein, bitte! Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS bringt seine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert.
Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn's drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, warte! Warte, Jill! Nein! Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Carlos, hier Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. Der Mistkerl ist tot. Gut. Scheiß, Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Halt! Nicht Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Hör zu, wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts, ist nur... nur schlechtes Timing. Ja. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Thank you.
mich verarscht? Dachte, er ist tot. Ich auch. Nichts wie raus hier. Combat efficiency rating has been increased exponentially. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein, die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Zug, Dreckskerl!